Guten Tag, heute werde ich Modelle von Straßenbahnen zeigen. Ich beginne mit den Sikustraßenbahnen. Siku produziert drei Arten von Straßenbahnen jetzt. Sie können die Produkte auf der offiziellen Website von Siku sehen und kaufen. Ich habe diese Straßenbahnen in einem Spielzeugladen gekauft. Siku produziert diese Straßenbahnen nicht mehr. Ich sammle alle Siku-Straßenbahnen. Die sind Atlas-Straßenbahnen. Ich habe sie bei AliExpress gekauft. Sie können verschiedene Spielzeug bei AliExpress kaufen. Straßenbahnen Dicky Toys habe ich in einem Spielzeugladen gekauft. Sie können diese Metallstraßenbahn in Portugal auf der Straße kaufen. Sie können Souvenirstraßenbahn in Prag kaufen. Sie können ein Straßenbahnmodell aus Papier basteln. Dazu finden Sie beliebige Divo-Lage bei Google. Ich mache Straßenbahnen aus Fimo. Und Zug auch. Ich habe die meisten der Straßenbahnen im Laden gekauft.
Passen die dicke Straßenbahnen wirklich auf die Lego-Schienen? Leider nicht. Aber eine ähnliche Straßenbahn passt auf Lego-Schienen. Die Digitalstraßenbahn passt auf diese Schienen. Das Rad wird nicht auf die Schiene gesetzt, aber die Straßenbahn hält sich gut auf diesen Schienen und nicht gut auf den Lego-Schienen. Diese Straßenbahnen können nur in gerader Linie fahren. Im wirklichen Leben haben Straßenbahnen nicht auf jedem Abschnitt Radsätze. Es gibt die Herausforderung Straßenbahnen und Bodenschwellen. Ich habe drei verschiedene Fahrbahnschwellen gebaut. Die kleine Straßenbahn fährt. Die mittelgroße Straßenbahn fährt. Diese Straßenbahn hat einen großen Erfolg gehabt. Die große Straßenbahn fährt. Diese Straßenbahn überfährt eine Bodenschwelle. Wie Spielzeugstraßenbahnen in Wirklichkeit aussehen. Die Straßenbahn von Dicky Toys ist eine kleine Nachbildung der Genfer Straßenbahn. Die Margaret Straßenbahn ist eine kleine Straßenbahn aus München. Diese Siko-Straßenbahn ist eine kleine Straßenbahn aus Dortmund. Das ist ein Siko-Gelenkbus. Diese Siko-Straßenbahn ist eine kleine Straßenbahn aus Mülheim an der Ruhr. Ich habe mich schon immer gefragt, wie eine Eisenbahnspirale im wirklichen Leben funktionieren würde. Heute werde ich diese Spirale in der Praxis testen. Der erste Zug, der nach oben fährt, ist der Dicky Toys Nahverkehrszug. Der Radius eines jeden Kreises dieser Spirale ist kleiner als der des vorherigen.
Schafft es der Zug den Berg hinauf? Er hat es geschafft. Die erste Straßenbahn, die den Berg hinauffährt, ist die Dicky-Toys-Straßenbahn. Es ist viel länger, aber es ist in drei Teilen. Es hat zwei Gelenke. Ich denke, es wird einfacher sein. Also, es ist fertig. Die Gelenkknoten stehen unter maximaler Spannung. Sie haben ihre Aufgabe erfüllt. Das ist eine weitere Straßenbahn, die ebenfalls in drei Abschnitte unterteilt ist. Zeit zu fahren. Leider ist das Gelenk an dieser Straßenbahn ausgefallen und gebrochen. Diese Straßenbahn ist jetzt kaputt. Es kommt eine weitere Dicky-Toys-Straßenbahn den Berg hinauf. Diese Straßenbahn läuft sehr gut. Nun wird eine kurze Straßenbahn den Berg hinauffahren. Das ist die Prager Straßenbahn. Diese Straßenbahn fährt besser als die anderen Straßenbahnen. Und dies ist eine weitere dreiteilige Straßenbahn, aber nicht Dicky Toys. Warum kann diese Straßenbahn nicht wenden? Oh nein, diese Straßenbahn ist solide und sehr lang. Ich bezweifle, dass sie fahren kann. Versuchen wir es mal. Diese Straßenbahn ist den Berg hinuntergestürzt. Sehen Sie sich den Maßstab dieser Anlage an. Ich bin sicher, Sie haben noch nie weniger Straßenbahnen gesehen als diese. Es gibt 21 Straßenbahnen auf dieser Modelleisenbahn. Diese ganze Modelleisenbahn ist aus Papier gebaut. Es ist ein Straßenbahndepot. Es ist ein Tunnel für Straßenbahnen. Jetzt ich werde Ihnen die verschiedenen Straßenbahnen zeigen. Hallo meine Freunde, heute zeige ich euch einen verbesserten Nahverkehrszug. Wenn du diesen Zug machst, schau dir den Rest des Videos an. Jetzt sehen Sie zwei Nahverkehrszüge. Der rote Zug ist von Dicky Toys,
Und der gelbe Zug ist von AliExpress. Die beiden Züge unterscheiden sich durch Türen und Räder. Lasst uns den gelben Zug mit Lego-Rädern versehen. Ich hole die alten Räder aus. Ich setze neue Räder auf. Ich kann es kaum erwarten, den Betrieb dieses Zuges zu überprüfen. Fährt prima. Dieses Detail verhindert, dass der Zug den Bahnübergang überquert. Die anderen Räder austauschen. Heute zeige ich Ihnen alle meine Straßenbahnen. Als Kind habe ich immer einfache Straßenbahnen aus Pappe gebastelt. Diese Straßenbahnen sind alle unterschiedlich groß. Ich habe die Radsätze an diese Straßenbahn geklebt. Diese Straßenbahn habe ich kürzlich gebastelt. Diese Straßenbahn sieht viel besser aus als die vorherigen. Dies ist ein Depot mit zwei Straßenbahnen aus Papier. Hier gibt es weitere Papierstraßenbahnen. Dies ist eine Straßenbahn mit Kaffeebohnen. Leider sind alle Straßenbahnen in diesem Raum kaputt. Dort gibt es eine Straßenbahn aus Lego. Es ist ein Straßenbahndepot. A
eine weitere Straßenbahn aus Papier. Es ist ein Straßenbahndenkmal. Es ist ein Schrottplatz für Straßenbahnen. Dies ist ein Platz mit Straßenbahnen. Das sind Straßenbahnen in einer Straßenbahn. Und das ist eine Papierstraßenbahn, die auf Schienen fährt. Die Plastikstraßenbahnen aus Prag. Das ist meine größte Straßenbahn. Und dies ist die Lagerung für Straßenbahnen und Bussen. Dies ist das Straßenbahndepot von Siku. Dies ist ein weiteres Depot. Das sind Straßenbahnen aus Papier. Das sind Straßenbahnen von Siku. Das sind Spielzeugstraßenbahnen. Das sind Straßenbahnen aus Ton. Das sind Straßenbahnen aus Holz. Dies sind meine kleinsten Straßenbahnen. Die Dicke-Toys-Straßenbahnen und ähnliche Straßenbahnen. Die Straßenbahn aus Lissabon.
Dank für das Ansehen. In diesem Video zeige ich verschiedene Schienen für die Kitteus Regiobahn. Die am besten geeigneten Schienen sind Lego-Schienen. Ich werde Ihnen zeigen, wie dieser Zug auf Ihnen fährt. Der Dickitoys Nafeckers Zug kann nur auf geraden Gleisen fahren. Dieser Zug kann nicht auf Kurven oder Pfeilen fahren. Außerdem kann dieser Nahverkehrszug nicht über einen Bahnübergang fahren. Ich habe eine Idee. Schauen Sie sich dieses Layout an. Ich nahm den Filz und klebte ihn auf die graue Pappe. Diese schwarzen Schienen habe ich gezeichnet. Dank des Filzes fährt der Zug genau auf den Schienen. Ich habe eine andere Idee. Ich werde die Räder dieses Zuges austauschen. Das sind die Räder von einem Lego-Zug. Das sind die Räder von der Lego-Zug. Dies ist das Resultat. Heute zeige ich Ihnen die Linie des Doppelstockzuges. Die Linie beginnt in der Nähe des Büros. Das ist ein Schnittpunkt mit einer stillgelegten Strecke. Diese Station liegt im Wald. Und diese Station liegt in einem Schneedorf.
Die Modelle Eisenbahn kann in drei Teile unterteilt werden. Das ist ein Feld. Viele Leute wollen in die Straßenbahn einsteigen, aber es gibt keine Haltestelle. Die Bewohner des nahegelegenen Dorfes beschlossen, hier einen Bahnhof zu bauen. Straßenbahnfahrer wissen noch nicht, dass es eine neue Haltestelle gibt. Die erste Straßenbahn beschleunigt und passiert die Haltestelle. Ups. Bald gewöhnten sich alle Straßenbahnen an die neue Haltestelle. Thank you.